Im zweiten Teil der Opposition hat der Landtag in seiner Juli-Sitzung zwei Landesgesetzentwürfe behandelt und abgelehnt. In jenem der Grünen war es um die Abschaffung der genetischen Profilierung von Hunden gegangen, in jenem der Freien Fraktion um Änderungen in den Bestimmungen zu Wildgehegen und Jagdausübung, insbesondere im Hinblick auf die Fuchsjagd. Abgelehnt wurden ebenso der Beschlussantrag, keine Ortstaxe an die IDM des Team K und jener der Südtiroler Freiheit, der die Einführung eines Sprach- und Kulturnachweises für die Zuweisung von Wobi-Wohnungen und den Erhalt des Mietbeitrags vorschlug. Ein Nein gab es auch für einen weiteren Antrag der Südtiroler Freiheit, der auf eine entmilitarisierte Zone Südtirol abzielte, sowie für jenen von JWA Wirt Anderlan, der die Rückzahlung sämtlicher Corona-Strafen forderte. Angenommen wurde ein Beschlussantrag, wonach die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen werden sollen, dass die Leitstellen in Innsbruck und Bozen sowie die Einsatzmittel über Funk direkt miteinander kommunizieren können. Er war von der Südtiroler Freiheit vorgelegt und von Für Südtirol mit Wiedmann, Freier Fraktion, Team K sowie JWA Wirt Anderlan mit unterzeichnet worden. Anschließend wurde in der Zeit der Mehrheit der von der Landesregierung vorgelegte Sammelgesetzentwurf Nummer 2024 behandelt. Änderungen zu Landesgesetzen in den Bereichen Landesämter und Personal, Entwicklungszusammenarbeit, Unterricht, Kultur, Feuerwehr und Bevölkerungsschutz, Jagd und Fischerei, Landschafts- und Umweltschutz, Energie, Gewässerschutz und Gewässernutzung, Nahrungsmittelhygiene, Vermögen und Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Arbeiten, Alpinistik, Fremdenverkehr, Enteignungen aus Gründen der Gemeinnützigkeit, Wohnbauförderung, Hygiene und Gesundheit, Fürsorge und Wohlfahrt, Transportwesen, Lehrlingswesen. Eine besonders rege Debatte gab es bei jenen Artikeln, die die genetische Erfassung von Hunden betreffen, bei jenen zu den Hufschlachtungen und jenen zum Wohnbau. Derzeit laufen die Arbeiten noch.